Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr wieder reinschaut auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal wieder ein kleines Familienspiel vorstellen, das jetzt neu erscheint 2022. Und zwar ist die Rede von Kuzoka, ein Spiel erschienen im Pegasus Verlag für 2 bis 6 Spielende ab 8 Jahren, ungefähr so 30 bis 45 Minuten. Es ist von Leo Colovini und wir wollen kooperativ aus dem Zoo ausbrechen. Was genau dieses Spiel kann, was alles da drin ist, wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt und anschließend kommt mein Fazit. Vorbereitung von Kuzoka habt ihr ein paar Sachen zu machen. Legt einmal diese Erfahrungssteine einfach irgendwo am Spielfeldrand bereit. Außerdem könnt ihr diese Karte auch noch hinlegen. Sie zeigt euch, wie oft welcher Kartentyp im Spiel vertreten ist. Mischt alle Handkarten, also alle hier mit diesem Symbol, gut durch. Entscheidet euch außerdem, welche Schwierigkeitsstufe ihr möchtet. Je höher diese Zahl ist, desto schwieriger. Also am Anfang würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mit 8 anzufangen. Das bedeutet nämlich, ihr braucht 8 dieser Erfahrungssterne, um das nächste Level freizuschalten. Es gibt insgesamt 10 Level, das heißt, ihr legt alle Karten von 1 bis 10 sortiert hin. Hier seht ihr immer, wie viele Handkarten werden insgesamt unter allen Mitspielenden ausgeteilt und wie viele Karten werden offen hingelegt. Heißt, in der ersten Runde brauchen wir jetzt 20 Handkarten und nichts wird offen ausgelegt. Außerdem bekommt jeder von euch noch ein Tier. Ihr habt in der Anleitung eine Empfehlung für die Erstpartie. Hier, und das würde ich euch auch wirklich empfehlen, das so zu übernehmen, denn jedes der Tiere hat noch eine besondere Eigenschaft und die Eigenschaften sind gerade im Spiel zu zweit oder zu dritt ein bisschen aufeinander abgestimmt. Gebt also jedem eure diese Karte des Tieres und die entsprechenden Tiermarker. Wir spielen im Spiel zu zweit Adler und Schlange. Nehmt einen Marker einer nicht genutzten Spielerfarbe und legt die einfach hier auf die 1, denn das ist der Rundenanzeiger. Teilt also jetzt die auf dem Level angegebenen 20 Handkarten aus und dann kann es auch schon losgehen. Solltet ihr übrigens mal mit einer Anzahl von Karten spielen, die ihr nicht gerecht unter euch Spielern aufteilen könnt, ist das gar kein Problem, da ihr ja kooperativ spielt, ist es nicht schlimm, wenn eine Person eine Handkarte mehr oder weniger hat. Wer zuletzt im Zoo war, bekommt das Megafon und ist Startspieler oder Startspielerin. Aber um was geht es jetzt eigentlich? In Kuzoka möchtet ihr kooperativ aus dem Zoo ausbrechen. Ihr seht hier einen Weg, der sich durch das Zoogebiet schlängelt und die Ausbruchszone ist hier hinten dieser weiße Bereich. Wenn ihr es schafft, mit euren Tierfiguren euch bis hier hinten hin zu kämpfen, will ich es mal sagen, und dann auch noch am Ende der Runde erfüllt, was gefordert ist, was genau das ist, erkläre ich natürlich gleich, dann habt ihr das Spiel gewonnen. Maximal könnt ihr das in 7 Runden machen, sollte also der Marker hier unten angekommen sein und ihr schafft es nicht, dann endet das Spiel. Auf dem Spielplan seht ihr die einzelnen Farben. Diese Farben findet ihr auch auf euren Handkarten wieder. Neben den normalen Handkarten, die die einzelnen Farben anzeigen, gibt es auch noch spezielle Werkzeugkarten, also sprich Handkarten, die als Joker zählen. Diese Jokerkarten müsst ihr euch allerdings erst verdienen, das heißt, sortiert die am Anfang aus dem Spielestapel aus und legt sie einfach am Spielfeldrand bereit. Und was hat das jetzt zu bedeuten? Die Zahl auf den Feldern zeigt an, wie viele Handkarten der entsprechenden Farbe ihr gemeinsam auf der Hand haben sollt, damit ein Ausbruchsversuch erfolgreich war. Habt ihr also eure Handkarten, dann sortiert sie am besten nach der Farbe und somit habt ihr immer einen Überblick, wie viele Handkarten ihr auf der Hand habt. Wichtig ist jetzt, ihr dürft natürlich über diese Handkarten nicht sprechen, aber mit Hilfe des Boards kommunizieren. Wir sagen also mal, dieser Spieler, Adler, ist jetzt Startspieler und denkt sich anhand seiner Karten, okay, wir haben ja von allem ein bisschen was
und muss jetzt in dem ersten Bereich einen Hinweis geben. Nun habe ich ja zumindest schon mal zwei Grüne. Das heißt, ich sage mal, ich glaube, wir haben auf jeden Fall zusammen zwei grüne Karten. Kleiner Tipp, legt die nicht auf die Zahl, denn man will immer mal nochmal im Laufe des Spiels gucken, was wurde gelegt und muss dann immer das zur Seite schieben. Also legt es einfach direkt nebendran, dann habt ihr das genauso gut markiert. Jetzt schaut der andere Spieler und ich zeige euch die Karten einmal nicht, damit das so ein bisschen spannend auch vielleicht für euch bleibt. Jetzt schaue ich mir meine Handkarten an. Und ich muss jetzt entweder im gleichen Bereich, aber dann auf jeden Fall sozusagen überbieten, also mich vor den Adler setzen, oder ich kann auch schon in diesen nächsten Bereich gehen. Und ich möchte die Information geben, dass ich auch glaube, dass wir zwei lilane Karten haben. Wir sind alle noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen zurückhaltend. Jetzt kenne ich meine Karten, sage, okay, also die Schlange hat gesagt, sie hat glaubt an zwei Tatzen. Ich habe auch zwei Tatzen, also sind drei Tatzen ja wohl gar kein Problem. Wir gehen wieder rüber und ich schaue mal rein. Ich kenne ja nur meine Karten. Und jetzt weiß ich, okay, eben wurde angesagt, zwei Grüne. Ich kenne meine Karten und sage, okay, ich glaube mindestens auch vier Grüne kriegen wir zusammen. Dieser Stern hier oben ist jetzt der Bereich, an dem es anfängt, dass wir überhaupt Erfahrungssterne bekommen. Heißt, überall hier lohnt es sich noch nicht, die zweite mögliche Aktion zu machen, nämlich den Ausbruchsversuch abzubrechen bzw. zu versuchen. Denn dann werden alle Karten offengelegt und sollte das dann stimmen, bekomme ich die hier aufgedruckten Erfahrungssterne. Aber wir wissen ja, dass unsere weitere Freischaltung mindestens 8 Sterne kostet. Und 8 Sterne bekommen wir frühestens an dieser Stelle. Das heißt, es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir irgendwie versuchen, hier hinzukommen. Jetzt ist wieder der Adler an der Reihe. Das waren ja unsere Karten. Und ich glaube einfach mal dran, da ich ja schon 3 habe, dass auch mein Mitspieler bestimmt wenigstens eine Tatze hat. Also ich gehe mal auf 4 Tatzen. Das heißt, ich muss ja wie gesagt immer in dem oder im nächsten Bereich bleiben. So gebe ich immer auch ein bisschen vor, wo dann die nächste Person hin muss. Okay, ich bin jetzt mal ganz mutig und glaube, also hier wurde ja schon gesagt, zwei Grüne. Ich habe 4 Grüne angesagt und ich sage jetzt einfach mal 6 Grüne an. So, jetzt schaue ich auf meine Hand und denke, okay, also ich habe nur 2 Grüne, das heißt, mein Mitspieler müsste ja schon 4 auf der Hand haben. Wenn ich natürlich hier schaue, sehe ich, dass Grün mit 11 Karten natürlich die Farbe ist, die am meisten vertreten ist. Es ist also schon nicht so unwahrscheinlich, aber trotzdem, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen, ja, vorsichtig und sage, okay, ich möchte nicht mehr überbieten, ich möchte jetzt den Ausbruchsversuch sozusagen starten. Jetzt werden alle Karten offen hingelegt. Meine Karten kennt ihr ja. Ich habe 2 Grüne. Und jetzt legt auch noch die Schlange die Karten dazu. Und die Schlange hat insgesamt 4 Grüne. Das heißt, wir haben 4 und 2. Also wir haben 6 grüne Karten gemeinsam. Das hat jetzt 2 Effekte. Zum einen, wir haben das geschafft. Wir bekommen also 11 Erfahrungswerte, 11 Sterne. Und weil wir genau 6 Karten haben, bekommen wir auch einen Joker dazu. Der wird jetzt einfach in den allgemeinen Vorrat eingemischt und ist somit vielleicht in der nächsten Runde dann für uns da. Jetzt räumen wir noch unsere Tiere wieder ab, machen den Marker 1 nach vorne. Und entscheiden uns jetzt, weil wir brauchen ja 8 Sterne, um einzukaufen, geben also 8 Sterne ab und können somit das nächste Level freischalten. Das heißt nämlich, im nächsten Level wird eine Karte mehr ausgeteilt und eine Karte wird auch nach dem Austeilen noch zusätzlich einfach parat gelegt. Das heißt jetzt, diese gelbe Karte haben wir auf jeden Fall, zählt also für alles. Das heißt, am Schluss wird einfach, wenn wir uns zum Beispiel für gelb entscheiden würden, diese Karte, die offen liegt, auch noch mitzählen.
Und so spielt ihr Kuzoka von Runde zu Runde, versucht immer mehr eure Level aufzurüsten, damit ihr einfach mehr Handkarten bekommt, mehr Karten offen liegen habt, damit ihr überhaupt hier in diesen hinteren Bereich kommt. Solltet ihr dann durch das Legen eurer Tiere hier hinten in den Bereich ankommen und dann auch tatsächlich 7, 9, 8, 10, 7 oder 9, je nachdem, was jetzt gefordert ist, auf der Hand haben, dann habt ihr das Spiel gewonnen und euer Ausbruchsversuch war erfolgreich. Solltet ihr das im Ablauf von 7 Runden nicht erreicht haben, dann endet leider das Spiel für euch und ihr habt verloren. Neben den Joker-Karten, die euch Vorteile bringen, hat auch jedes Tier nochmal eine eigene Funktion und die möchte ich euch jetzt auch noch einmal kurz vorstellen. Wenn ihr der Adler seid, dann dürft ihr einmal am Anfang des Zuges eine andere Person fragen, ob sie von einer Farbe X beliebige auf der Hand mindestens hat. Seid ihr die Schlange, dann dürft ihr am Anfang eures Zuges eure Handkarten abwerfen und danach neue ziehen, allerdings eine weniger, als ihr auf der Hand hattet. Seid ihr der Affe, dann dürft ihr am Anfang oder am Ende eures Zuges eine Handkarte einer Person geben und diese wiederum muss euch eine Handkarte geben. Also tauschen. Wenn ihr der Elefant seid, dann dürft ihr bestimmen, wer nach euch dran ist. Habt ihr den Papageien, dann dürft ihr euch auch, wenn ihr eine Ansage machen möchtet, zu der Person auf das Feld dazulegen. Normalerweise müsst ihr immer auf jeden Fall im Weg weitergehen, aber hier könnt ihr sozusagen die Zusatzinformation geben und etwas bestätigen, indem ihr euch auf den vordersten Platz dazulegt. Seid ihr das Chamäleon, dann dürft ihr am Anfang oder Ende eures Zuges eine Handkarte abwerfen und eine neue dafür ziehen. Das Nashorn macht sich ein bisschen breiter und darf auf zwei benachbarte Felder einen Nashornkopf legen. Die Robbe kann ganz weit nach vorne gehen, sie muss nämlich nicht auf die Abschnitte achten, sondern darf einmal in der Runde ihren Tierkopf auch zum Beispiel schon bis vorne hinlegen, wenn sie das denn möchte. Der Löwe darf sich eine Handkarte für die nächste Runde bunkern, zum Beispiel einen Joker. Dafür legt ihr die einfach hin, deckt euren schlafenden Löwen drauf und in der nächsten Runde könnt ihr diese Karte dann benutzen. Und das Faultier, natürlich, das darf auch mal faul sein, kann also auf beide Aktionen verzichten und einfach passen, wenn es nichts Gutes beizutragen hat. Alle diese Aktionen dürft ihr genau einmal pro Runde machen. Dreht dazu immer die Karte auf die schlafende Seite, damit man sieht, dass ihr eure Aktion gemacht habt. Lustigerweise sieht das Faultier sowohl beim Arbeiten als auch beim Schlafen gleich aus. Und somit seht ihr immer, wer schon seine Sonderaktion genutzt hat. Das waren die Regeln von Kuzoka und jetzt geht's zu meinem Fazit. Kuzoka ist eine Anlehnung an das Wort Kuzuka, was im Suaheli, also der Sprache, die man in Ostafrika sehr viel spricht, Ausbruch bedeutet. Das erstmal dazu, warum dieses Spiel so heißt. Viele von euch werden vielleicht sich ein bisschen an die Mechanik von Pluff erinnert sein. Ein Spiel des Jahres aus den 90er irgendwann, ein Würfelspiel, bei dem man eben auch Sachen ansagen musste und überbieten musste. Das war allerdings nicht kooperativ, sondern dort hat man gegeneinander gespielt. Dass man bei einem Ausbruch aber besser zusammenarbeitet, erschließt sich natürlich von der Logik her. Dennoch muss man ehrlicherweise sagen, dass Thema ist völlig aufgesetzt, also es macht keinen Sinn, wenn ein Adler und eine Schlange gemeinsam aus dem Zoo ausbrechen, dass sie einen Weg entlang laufen, während der Adler einfach wegfliegen könnte. Aber wenn wir das jetzt einfach mal ausblenden und uns nur auf das Spiel beschränken, dann fand ich wirklich diesen Ansatz, ein solches Pluff-Spiel gemeinsam kooperativ zu spielen, echt spannend. Ich bin ja normalerweise nicht so die mega kooperative Spielerin, aber ich merke in der letzten Zeit immer mal wieder, dass es einzelne kooperative Spiele gibt, die mir echt gut gefallen und da gehört Kuzoka auf jeden Fall dazu. Ich habe es jetzt zu zweit und einmal auch zu viert gespielt und erstaunlicherweise fand ich es auch zu zweit schon ganz gut. Natürlich mit mehr Spielern gewinnt das Ganze an mehr Chaos unter Umständen, denn zu zweit kann ich viel mehr mich auf Sachen verlassen und muss nicht so viele Eventualitäten mit einberechnen. Was mir hier wirklich gut gefällt, also es ist
ein sehr großer Spielplan, der natürlich jetzt vielleicht nicht so ganz wichtig ist, aber die Zahlen sind schön groß. Das heißt, auch wenn man wirklich mal mit 6 Personen am Tisch sitzt, kann jeder noch die Zahlen sehen. Das ist auch ja nicht so ganz unwichtig, um seine eigene Entscheidung zu treffen. Wir haben hier diese Mechanik, dass wir also uns noch Joker erspielen können, dass wir Erfahrungswerte eben sammeln, dass wir uns auch gemeinsam entscheiden, geben wir die jetzt gleich aus oder sammeln wir jetzt und gehen in der nächsten Runde gleich vielleicht noch mehr hoch. Wir können die Schwierigkeit unterschiedlich gestalten. Wir haben auch noch einen Plan auf der Rückseite, der einen deutlich längeren Weg hat. Wir müssen auch für manche Sachen sogar wirklich mindestens mal ein oder zwei Joker freischalten, weil wir sonst die Anzahl der Karten gar nicht erreichen können, weil so viele Karten oder Karten von einer Farbe, die vielleicht dann in der Ausbruchszone gefordert werden, sind gar nicht im Spiel. Das heißt, wir müssen also diese Joker machen. Und dieses wirkliche Überlegen, okay, wie kann ich jetzt einen sinnvollen Hinweis geben? Also wir hatten am Anfang wirklich auch Partien, wo anscheinend eben wir beide zum Beispiel jetzt von Grün viel auf der Hand hatten und wir haben eigentlich nur grüne Hinweise gegeben und haben uns dann danach überlegt, ist das eigentlich so ganz pfiffig zu sagen, wir bleiben so bei einer Hand oder bei einer Farbe oder ist es nicht sinnvoll, viele Hinweise zu streuen? Das ist sicher von Partie zu Partie oder von Runde zu Runde unterschiedlich. Es gibt aber da ja einfach verschiedene Wege, miteinander zu kommunizieren. Diesen Weg finde ich auch echt ganz spannend und auch die Sondereigenschaften, die die Tiere haben, die vielleicht manchmal nicht so erstmal so sinnvoll erscheinen. Also als ich zum ersten Mal dann die Schlange eben gespielt habe und gedacht habe, warum soll ich meine Karten abwerfen, kam aber eben eine Runde, bei der ich wirklich nur so Pärchen auf der Hand hatte. Also ich hatte das Gefühl, also Pärchen oder Einzelkarten. Und da dachte ich, was will ich mit diesen, also gefühlt konnte ich damit irgendwie gar nichts anfangen. Also Karten weg, neue gezogen und da hatte ich dann wirklich mal 4 von einer Sorte, 3 von einer Sorte. Also wo ich so das Gefühl hatte, da kann ich ein bisschen besser mit arbeiten. Dafür eben auch manche Farben nicht. Alles in allem, wie gesagt, ich finde, das Thema ist völlig aufgesetzt, aber es ist ganz schön und es spricht wahrscheinlich deswegen auch Familien an, weil so ein bisschen Tiere und Zoothema und die sind auch echt putzig gezeichnet und das Ganze ist wirklich gut gemacht. Ist das in Ordnung mit diesem Thema, aber theoretisch bräuchte man das nicht. Man könnte da auch was ganz anderes draus machen. Sei es aber dahin. Einziges Manko ist, beim Auffächern der Karten ist wieder nur an die Menschen gedacht, die so rum auffächern, wie das üblicherweise die meisten Rechtshänder tun. Mein Mann zum Beispiel ist aber Rechtshänder, fächert trotzdem andersrum die Karten auf. Und naja, die Symbole in der Ecke sind eigentlich nicht nötig, wenn man nicht eine Farbsehschwäche hat, weil dann kann ich ja einfach auch anhand der Farben erkennen, um welche Karte es sich handelt. Hätte ich aber jetzt eine Farbsehschwäche und würde so andersrum auffächern, dann könnte ich nicht aus der Ecke heraus erkennen, welche Karte ist das jetzt. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich einfach denke, das tut jetzt wahrscheinlich nicht weh und der Grafik der Karte auch nicht, keine Schwierigkeiten, wenn einfach in beiden Ecken dieses Symbol wäre. Gut, das ist jetzt aber tatsächlich, also für mich persönlich eben nur eine Kleinigkeit. Andere stören sich da sicher mehr dran. Also auch hier wieder der Aufruf an die Grafiker und Illustratoren, macht es auch einfach in beide Ecken. Dann ja, fühlt sich da irgendwie auch keiner so ein bisschen benachteiligt beim Spielen. Wenn ihr also ein kooperatives Spiel sucht, was ja, jetzt zwar nicht mega thematisch ist, aber trotzdem einfach schön anzusehen ist, was ihr gemeinsam spielen könnt, auch mit 6 Leuten mal in einer etwas größeren Runde, bei dem vielleicht auch mal so ein bisschen dieses am Tisch, ah, was hat der jetzt gemacht und was hat hier, was wurde da jetzt eigentlich und man überlegt und tricky und vielleicht auch am Ende überrascht ist, was bei rauskommt, dann kann ich euch Kuzoka wirklich ans Herz legen. Probiert's mal aus. Ich fand es bisher jetzt in den Partien wirklich schön, es ist jetzt mit Sicherheit kein mega Dauerbrenner, der tausendmal auf den Tisch kommt und immer wieder rausgeholt wird. Aber jetzt im Moment spiele ich es wirklich ganz gern und freue mich da auch schon mal auf eine Partie mit insgesamt 6 Personen. In diesem Sinne, spielt fleißig weiter. Lasst es mich gerne wissen, wenn ihr Kuzoka schon testen konntet oder wenn ihr noch andere spannende Empfehlungen habt für den Familienspielbereich. Und wir sehen uns hoffentlich in einem nächsten Video.